Halloween im Biebesheimer Franzosenviertel. Familie Gärtner feiert seit 10 Jahren Halloween. Die Töchter sind daran maßgeblich beteiligt. Es wird viel gelacht und gegruselt. Nachbarn kommen vorbei, bringen teilweise was zu essen mit. Einfach eine schöne Stimmung. Viel Spaß beim Zusehen. Arbeitsgeräte. Ja. Ja. Ist das die Urarbeitsgeräte? Ja, das ist die Urmoderne vor. Ja. Also jetzt weiß ich, wo die Arbeitsgeräte hingekommen ist. Die hast du irgendwo einbalsamiert und hast. Da ist die. Das ist die Arbeitsgeräte. Organisatorin da. Wow! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Was hast du denn du da für Gerätschaften her? Ach, guck mal, da kommt Kundschaft. Bitte schön. Menschen, das liebe Geister. Hi. Hi. Sag mal, das ist ja Geisterweihnachten da. Mit Dauerbescherung. Ja gut, du bist so früh, es ist noch gar nichts zu essen. Guten Appetit. Dankeschön. Und seinen Glück mit aber so. Ja, hier gibt es euch aber Mühe. Ja. Also hier gibt es Geistertrank. Geistertrank, ja. Spinnensuppe oder sowas. Da ist die Suppe, da kannst du mal gucken. Das ist Kürbis. Ah ja, das ist eine Kürbis. Warte mal, die muss ich ein bisschen scharf stellen, die Kürbissuppe. Ah ja, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Hier ist das Geisterbier. Ja, was hast du denn? Was noch für ein Getränk an Geisterhaften? Was trinkst du? Ich trinke Glühwein. Oh ja, das ist eine gute Idee. Oh Gott, was sind das? Das sind Geisterwürste, oder? Geisterwürste. Und das ist das Schinkenbrot. Mhm. Ah ja, Geisterschinken. Was ist das für? Ist das ein Herz oder was überhaupt? Das Herz, ja. Ja. Hei, 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 hei. Das sind nochmal die Augen. Und ein Ohr liegt da. Ein Ohr? Ach du großer Gott, ja. Ein Ohr, ich wäre verrückt. Da liegt das Hirn. Da liegt das Hirn, ja. Oi, oi, oi. So. Ich gehe zu sicher nicht dran. Was bist denn du für eine Krankenschwester? Echt, ja. Und so. Diese Dings sind geil. Da bist du ja gerade unsere. Da bist du ja
Jetzt kommt jemand Bekanntes. Ja, bekannte Personen. Hi. Darf ich euch filmen? Danke. Natürlich. Alles gut. Von einer geheimnisvollen Frau. Ist